Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Apex. Vor mir steht der Deiner. Hallo. Und irgendwo abseits von uns sind die zwei APK-Jungs, also der Pierre und der Alex. Hallo. So. Also falls ich gerade ein bisschen abwesend wirkte, der Kater hat irgendwie festgestellt, dass die Tür nicht ganz richtig zu war. Hat gerade hier reingelunkert. So, hier ist ein Loch. Das habe ich gerade entdeckt. Und da springe ich jetzt einfach mal todesmutig runter. Du hast ja schon ein bisschen weiter gebaut, ne? Minimal, ja. Ich wäre schon tot gewesen. So, ja, auf geht's. Okay. Hast du irgendwelche Blöcke dabei? Alex, Timer aufkommen? Starten. Ja. Okay, setz mal. Ist ja irgendwie witzig. Setz mal eine Fackel. Warum ist hier Zuckerrohr drin? Keine Ahnung. Total cool. Kohle. Bisschen Eisen. Hey, Rohstoffe nehmen wir auch noch mit, oder? Ja, klar. Bevor wir es zubauen. Wieso zu? Wir müssen das ja noch ausbauen hier alles. Ach so, ja. Okay, ich wäre aber noch um die Ecke gegangen. Also einmal um die Ecke wäre ich noch, damit ich unterm Haus bin. Außerdem müssen wir ja noch die sanitären Anlagen einbauen. Ach so. Ja, ist natürlich praktisch hier. Stimmt. Hier könnte man ja so noch da als Zwischenraum setzen. Okay, muss ich mir dann gleich mal überlegen. Hast du das Dach jetzt eigentlich fertig? Das Dach ist zu, ja. Okay. Das ist innen noch nicht verkleidet. Das muss noch gemacht werden, auf jeden Fall. Da weiß ich aber noch nicht so recht, wie man das machen soll. Oder ob wir es so lassen. Aber so lassen sieht halt komisch aus irgendwie. Mhm. Okay, wenn ich jetzt mal überlege, dass man hier denn die sanitären Anlagen hinpackt. Allerdings eine Höhe tiefer. Eine Höhe tiefer? Also eine, was auch immer, eine Etage tiefer. Eine tiefere Höhe. So. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Wow, das ist dann so genau die Decke. Warum akzeptiert ihr das nicht? Ach, ist doch scheiße. Ja. Ich habe jetzt bei dem Verzauberungstisch unten in den Boden, habe ich jetzt auch noch verzauberte Bücher rein. Also so Bücher rein. Und die akzeptiert er irgendwie nicht. Als sein Umkreis. Voll ja. Scheiße. Damit wollte ich nämlich auch auf. Maximallevel ist immer noch 24. War es auch vorher, ne? Ja. Also akzeptiert er die nicht im Boden. Das ist ja voll scheiße. Also ist Monster Spawn aus? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe ja vorhin auch Zombies gesehen. Aber ich bin hier in der Umgebung und jetzt spawnt aber mal gar nichts. Nee, wir hatten vorhin auch noch Zombies und Skelette, also. Wir müssen wieder Level farmen. Du kommst wieder hoch? Ja, wollte ich jetzt mal. Okay, ich habe hier eine extra Lücke gelassen. Fuck. Über dem Strom entgegen hier. Ich glaube, wenn das Wasser noch tot liegt. Ja, was so viele Hühner in dem scheiß Hühnerstall drin sind, dass ich da einfach nie. Ach, guck mal, hier kannst du auch. Ja, ich wollte mal das Wasser eben wegmachen. Aber es sollen doch die sanitären Anlagen sein. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man hier baden muss. Naja. Baden in der Kneipe. Das ist gut. Fuck! Fuck! Ja, Pia, was geht bei dir gerade ab? So viele Hühner hauen die ab. Was hast du gemacht? Den Stall kaputt oder was? Nein, ich will da rein und dann krieg ich die scheiß Tür nicht mehr zu und dann verfaulen die ganzen scheiß Hühner ab, Alter. Kein Verlass auf dich hier. Eine Million Hühner, ich hab ein ganzes Inventar voll nur voller verdammten Eiern, ey. Kein Verlass auf dich. Hallo. So. 28. Ah, nee, ey, kann doch nicht sein. Ist irgendwie eine bessere Methode, um Wasser loszuwerden? Als einmal alles zuzubauen? Nee. Boah, Hühner, geh doch mal vom Eingang weg, Alter. So, also, hier sind wir jetzt dann im Keller angekommen. Können wir hier ein bisschen Licht wieder machen?
Jetzt muss ich noch ein bisschen zubauen. Ich meine, würdest du gern in so einem öffentlichen Zugangsding hier, wo dann, was weiß ich, für Leute rumlungern und da gehst du dann erstmal baden im Keller? Das macht der Tutor dann auch liebend gerne. Ja, jedes Mal. Wenn ich irgendwo bin, dann gehe ich erstmal baden. Dass ich sonst nicht so viel baden gehe. Du, guck mal, hier kommst du wieder hoch. Ich will ja gar nicht hoch. Okay. Dann bleibst du unten. So, jetzt machen wir erstmal hier Holz. Ist nicht schlecht. Hier noch zu. Dann geht's hier rein zum Klo. Habe ich auch schon eine Türe. Türe. Dann geht's hier in den Keller. Hier ist doch gar nicht so übel. So, Wasser ist weg. Okay. Auf welcher Höhe kommt der Boden? Der ist schon gelegt. Hier, das ist die Höhe. Das ist die Bodenhöhe? Also das ist die Bodenhöhe jetzt, also das hier über uns ist quasi der Kloboden. Jetzt müssen wir halt überlegen, wie hoch... Ihr macht euch gerade über die Klo-Boden-Höhe. Wie hoch das dann sein Höhe. Soll. Gedanken. Okay. Also wir haben nur ein Klo? Ein Klo nee, für alle nee, Leute? Das muss noch ausgebaut werden, natürlich. Das ist jetzt erstmal so der Eingang. Und dann kann man ja noch Damen und Herren machen. Aber das... Ja. Du kannst hier unten weiterbauen und ich baue das Klo. Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt weiterbauen soll und wie. Naja, erstmal ausbauen hier. Schön groß und mit... Die Frage ist, ist dann hier schon unten? Ich würde es noch ein bisschen tiefer machen. Ich würde es eher noch ein bisschen tiefer, zumal der Raum ja von der Deckenhöhe ein bisschen höher werden könnte. Genau, der könnte ruhig noch 2-3 höher werden. Weil hier haben wir, da brauchen wir auf jeden Fall Platz, also... Mhm. Für das Spielcasino. Ja. Mal gucken, sind wir da jetzt schon? Ah, hier kann ich auch eine Decke reinziehen. Das ist schön. Juhu, und wieder ab nach oben. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich? Da unten hab, jetzt die Scheiße nochmal, hab Bücher, hab, wie heißt das, wo man Bücher draus macht? Mann, ey. Zuckerrohr? Danke, gefarmt. 1, 2, 3. Okay, dann müssen das wir ist was? Hier eine Wand. Das ist der Türsteher. Ja, ist. Hallo? Aua. Der haut mich einfach. Ja. Ja, du hast ja auch nichts anderes gemacht. Da kommst du nicht rein, ey. Leute, Block ist voll. Oh Mann, aber es sind nur Innenarchitekturfolgen heute bei uns. Ist doch voll gut. Nur irgendwelche Räume bei uns eingerichtet und sowas. Ich glaube, du hast meine Twitter aufgenommen. Wenn du sie weggeworfen hast, vielleicht. Ja. Egal. Welche hast du denn weggeworfen? Eine 1 mit Sacke. Kann ja eine geben, ja. Ich hab welche. Dankeschön. Dann geht's hier, Damen und Herren. Also erstmal ebne ich den Raum hier. Wie groß der wird, muss ich erst noch gucken. Ja, klar. Wie viele Klos brauchen wir denn? Weiß nicht, zwei pro Geschlecht oder so? Samstags abends um diese Uhrzeit Zeit hat überhaupt. Ja. Wenn ich ihm vorher sage, dann ja. Okay. Und mit dieser gewissen Person werden wir halt auch mehr Leute. Müssen wir nochmal absprechen wegen Nicht-YouTuber und sowas, ne? Ja, ist ja nur ein Gastbau, also immer so. Können wir einfach mehr so machen. Müssen wir mal schauen. So. Eine andere Möglichkeit sehe ich erstmal nicht, wie es so am einfachsten geht. Nee. Hallo, du da unten. Und es ist einfach so. Leuch mal hier vor, ist aber ein bisschen aus. Der Rest wird dann viel zu kompliziert und dann sind wir wenigstens schon mal 6 Leute und ich nur 5. Das ist schon mal, 1, 2, 1, 2. Dann bisher ist das gar nichts. So. Was sagt die Zeit? Noch ganz gechillt.
Hier, dann haben wir. Was, wir sind bei 10 Minuten? Ja. So, und dann. Dann, dann lass bitte noch 15 Minuten machen. Bitte. Noch. Eins. Ich bin dann nämlich direkt weg. Ich fackel nicht lange. Fackelst dein Haus nicht lange ab? Ja, ich fackel nicht lange. Geh dir nämlich eigentlich fast schon direkt. Ah, Mann, noch 3 Bücher. Das sieht gut aus. Warum? Was baust du denn? Ja, hier oben so eine kleine Ecke, wo Verzauberungstisch und Brewing Stands sind und so. Tag. Ich mir das Ganze mal an. Ach, baust du jetzt deinen eigenen Verzauberungstisch? Ja, hab ich schon. Reicht dir der allgemeine nicht mehr? Nein, das was soll ich denn sonst machen? Ich muss da irgendwie unsere Räume mit Inhalt füllen. Ja, mit sinnvollem Inhalt. So, mit was denn? Was für Räume hat denn so ein Haus? Ja, auf jeden Fall. Wo geht man wieder zum Beispiel auf Klo? Ja, und haben wir auch. Also schon mal die Dusche, aber sonst ist nichts. Also pinkeln die Leute bei euch in die Dusche. Ja, natürlich. So. Sehr gut. Ja, sehr gut. Mann, der macht doch keinen Sinn. Wir haben scheiß Realismus, wir sind in Minecraft, Junge. Mann, ey. Da muss man nicht aufs Klo, also brauchen wir auch keine Toilette. Oh, ich frag mich ja, wenn die so einen Scheißtrick mal einführen, ey, dass man aufs Klo muss. Genau, du hast dann so verschiedene Anzeigen. Wie bei Sims. Ja, ist wirklich so. Aber dann wird's ja Sims heißen, nicht mehr Minecraft. Mein Sims. Mein Sims. Genau, ey. Und macht erstmal Microsoft ein neues Spiel jetzt. Obwohl Microsoft wahrscheinlich dann direkt von EA auf die Fresse bekommen würde für. Ja, ich glaube, da kriegen die ganz schön Ärger dann. Obwohl, wenn man es Mein Sims nennt, dann ja, aber wenn es irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber die dürfen ja die Idee nicht klauen. Better Minecraft nennen, was ist das für eine Idee? Das ist Realismus, das ist keine Idee, die sich EA schützen lassen kann. Bestimmt irgendwie möglich. Das ist das normale Leben abgebildet in der Virtual Reality. Wer ist das nicht? Kann sich ja nicht EA sagen, Gott, das ist jetzt unsere Idee gewesen. Doch. Das hat auch Spiele, gibt es auch im Chat-Rooms, gab es schon vorher, wo die das benutzt haben, so eine Art. Nee, die sagen dann so, bei Spielen darf man nicht aufs Klo gehen, nur bei Sims. Genau. Weil aufs Klo gehen ist auch nicht menschlich oder so, nee. Das haben wir das wird von Maxis erfunden. Ja, das Klo gehen wurde von Maxis erfunden. Liebe machen ist auch verboten, das darf man nur bei Sims. Genau. Aber auch nur mit Verschleierung. Genau, mit Pixel. Mit Pixel. Oh Mann. So. Oh Mann. Und du darfst nur so behindert reden. Oh Gott, ey. Nee. Was nur so. Das kann nicht so werden. Bestimmt nicht. Oh Mann. Ich kann mir nicht mehr nachmachen. Ich hab bei Sims 2 aufgehört irgendwie. Ja, ich hab mir das neue Sims 2. Das Schlimme war, ich hatte Sims 1 und ich hatte irgendwie, weiß ich, wie viele Erweiterungen gab's da? 10 oder so und ich hatte 7. Okay. Und die kosten ja jedes Mal wieder Geld. Ich hab nie Sims gespielt, ich hab nur Sims City, das eine haben wir mal Let's Play. Das ist Sims City und Sims. Das ist Sims City Online. Unterschied, ja. Aber trotzdem, Pierre, bist du noch da? Gespielt, stimmt ja. Nein, warum? Okay, dann ist egal. Ich wollte gerade, dass du irgendwas für sie holst. Ja. Ich bin einfach schon das Lachen, genau das verrät. Ich brauch's doch mal einen Botengang. Ich bin noch nicht so. Was brauchst du denn, Antonia? Nee, ist egal, jetzt hab ich's schon. Ich muss nur eben eine Schaufel machen. Bin ich gerade runtergegangen. Hast du nichts zu tun? Nein, natürlich hat er nichts zu tun. Das kann ich dann wegschmeißen. Kannst du nicht mal an eurem gemeinsamen Haus mitwirken? Aber ich Pierre ist halt total unkreativ, was sowas bedeutet. Also ich bin ja schon unkreativ, aber Pierre ist einfach noch unkreativer. Ja, ist auch so. Und? Also müssen wir ein PvP-Projekt draus machen. Okay. Alle auf Chris. Komm, Chris, du bist der Erste, der stirbt. Nein, Spaß. Ich glaube, ich bin die Erste, die stirbt. Ich gehe in Game Mode und ihr müsst versuchen, mich zu töten. Genau! Das fand ich witzig. Da muss ich jetzt nicht mal drüber lachen. Nicht mal schmunzeln. Nicht mal schmunzeln. Genau. Oh mein Gott.
Na Chris, weil dann geh ich nämlich in Game Mode, mach's. Nee, du gehst einfach gar nicht in Game Mode, das geht ja wahrscheinlich auch nicht. Kann wenn jemand im Game Mode ist, slash kill, also den und den machen? Ja, ich glaube, slash kill geht immer nur auf sich selber. Ja, natürlich! Probier mal aus! Ey. Nee, mach ich nicht. Aber ich meine, man tötet sich immer nur selber. Ich jetzt auch nicht mehr so viel, Pierre. Ich will dir ein Herz. Ja, ich auch. Oder eineinhalb, okay. Ey, da kommt einer wirklich drauf. Was willst du? Das juckt meinen nicht mal. Ich weiß, mein auch nicht. Wie viel haben wir jetzt dabei schon? Mich juckt das gar nicht. Jo. So. Ja, wie lange haben wir jetzt? Die ganze Zeit fragt er nur, wie es. Ja, ja, 16:08 haben wir. Können wir bitte Schluss machen? Mami, Popo abwischen. Du willst Schluss machen? Oh nein! Nein, du sollst abkratzen, wenn du darunter springst. Ah, nee. So, ich hab schon mal die Frauentoilette fast fertig. Ja, es ist so, als hätte ich schon 3000 Mal Wasser nicht getroffen. Ich hab noch nicht ansatzweise den Raum so groß, wie er sein muss. Ich guck mal. Ja, Leute, wir bekommen jetzt. Oh, okay. Das könnte noch ein bisschen dauern. Wo seid ihr überhaupt? Ich komme mal zu euch jetzt gerade nochmal, zu meiner Folge. Wir müssen ja Pierre so lange wie möglich von seinem Bett aufhalten. Vor allem, weil ich eigentlich gedacht habe, dass der Raum in die andere Richtung geht. Aber gut. Seid ihr nicht? Ich bagge in der verwickten Tür! In die andere Richtung? Meinst du in die, oder? In die, wo die Treppe auch führt. Wo ist euer Abgang zu eurem Keller? Ach, aber ist egal, dann machen wir einfach noch eine Schleife. Dann führt die Treppe nochmal eins rum. Bitte. Hey! Fertig machen. Fertig machen. Hallo! Fertig machen! Hi, Chris. Hey. Oh, habt ihr was eingesammelt? Hier, hast du ein bisschen Zuckerrohr. Werd glücklich. Oh, das brauchen wir wirklich. Ja. Hallo? Okay, jetzt. Aufhören! Nein, ich will jetzt hier noch fertig machen. Einfach nein! Zu. So. Ich würde sagen, da kommen wir jetzt zum Ende der Folge. Ja, Chris, der Detektor hat wieder. Du kannst mir zuwerfen, was du willst. Mein Inventar ist einfach nur voll. Ja, meins auch. Egal. So, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielleicht baue ich schon ein bisschen offline aus. Ansonsten bis dahin. Ciao. Genau. Tschüss. Ciao.